Und willkommen wieder zurück in Orane City, Freunde. Wir haben hier unser Shiggy geholt. Meine Pokémon habe ich schon geheilt, mehr auch nicht. Ich wollte quasi nichts, ja, weiteres alleine machen. Aber ich wollte nämlich mal den Boy hier ansprechen. Hat der eine Angel für uns? Denn in Orane City sollten wir eigentlich eine Angel bekommen. Okay, also damals zumindest. Was sagst du hier, unser Boy? Würdest du einen Kleinschlag gegen meinen Kleinschlag tauschen? Okay. Warum nicht? Ah! Alola Kleinstein! Alola Kleinstein! Alola Kleinstein! Geowatz kriegt einen Vollbart, wenn er zu seiner Alola-Form wird. Geil, Alola Kleinstein, her damit, her damit. Geil! Oh mein Gott! Gestein-Stahlbahne, glaube ich, oder? Ah, guck mal, wie der aussieht hier an der Stelle. Ne, Elektro, stimmt, Gestein-Elektro, was rede ich, was rede ich, was rede ich? Mir gerade eingefallen. Was rede ich? Gestein Elektro, sieh mal einen an. Ja, das staune ich auf jeden Fall. Du tauschst wieder mit mir? Geil! Das ist geil. Das ist geil. Das ist geil! Genau das brauchen wir, Freunde. Wo ist Kleinstein? Wo ist Kleinstein? Ah, da. Krass. Krass! Spitzhacke auf Insta runter. Ja. Krass! Geil, geil! Geil! Cool, oh mein Gott! Ja, aber Kleinstein gegen Kleinstein, was soll da von mir, dachte ich mir. Aber selber ist er mit Radfratz, Freunde. Also, das ist vorhin, letzten Parts. Pokémon mit hohem Level sind stark, daran sind, ist nicht zu rütteln. Aber selbst Pokémon mit hohem Level unterliegen Typnachteilen, richtig. Ein unbesiegbares Pokémon, das gegen alles gefeit ist, gibt es einfach nicht. Ja, das stimmt. Als ein Pokémon einmal vergiftet wurde, hat es sich selbst vom Gift befreit, weil es nicht wollte, dass ich mir Sorgen mache. Es muss mich wirklich sehr gerne haben. Oh, süß. Ja, das ist ein schöner. Das ist so süß. Süß von einem Pokémon. Okay, Freunde, wir sind wieder in Orane City. Ziel für heute ist ich... Ah, hier, der Boy. Okay. Ja, das war's. Okay, doch nicht. Ich glaube, den Ohren bekommen wir heute nicht, weil wir müssen, glaube ich, erst mal zum Schiff. Hey, was geht mit dir? Aber leider ist auf Pokémon noch keine Garantie für den Fang gehen. Ja, das stimmt auch. Oh, kriegst du eine Standpauke? Mein Geheimtipp fürs Werfen von Pokéballen: Warte, bis er so klein wie möglich ist und ziehe dann genau in die Mitte. Alright, my friend. Wenn der Ring grün ist, dann ist das Pokémon leicht zu fangen. Gelb bedeutet, dass ich da etwas schwierig gestalte. Und bei Rot? Tja, bei Rot sehe ich schwarz. Ich sehe bei Rot rot, um ehrlich zu sein. Ich habe einen Wind-Pokémon eine Nanabeere zu essen gegeben und es wurde gleich ruhiger. Ein Pokémon lässt sich viel leichter fangen, wenn es nicht ständig herumzappelt. Ja, das stimmt. Das stimmt, das stimmt. Da gebe ich dir recht, da gebe ich dir recht. Ey, wie geht's denn? Hast du gesehen, die MS Ain oder keine Ahnung, wie man den liegt gerade im Hafen von Arca, vor Anker. Ja, da gehe ich gleich hin, da gibt's eine fette Party. Habt ihr Lust auf eine Party? Oh, Macholo! Wie nett. Und wie geht's Ihnen? Ich bin Grundbesitzer. Alles hier in diesem viereckigen Bereich gehört mir. Ich möchte hier bauen, lasse mein Pokémon deshalb den Boden für mich ebnen. Alright. In Soul Silver, glaube ich, oder in Silber kam dann noch was hin. Also ja. Wenn ich draußen Sport mache, bin ich immer verschwitzt und dreckig, fast schon schleimig. Slimer. Da fällt mir ein, wusstest du, dass Slimer aus dem Schlamm im Meer entstanden sein soll? Was? Echt? Aus dem Schlamm im Meer? Ist schon ein bisschen traurig, ne? Das ist dann quasi wegen Müll. Also ist aus Müll entstanden, so. Hey! Farbe zu bekennen. Ha, ja! Das Hunde-Pokémon Fukano Mauzi, das Katzen-Pokémon wächst, ist der Favorit. Boah, der will's wissen. Der ist schon männlich. Der will's schon wissen gerade. Ob Fukano oder Mauzi. Freunde, normalerweise würde ich Fukano sagen. Wirklich. Aber weil ich noch Fukano habe, sag ich mal Mauzi. Vielleicht gibt uns ein Mauzi, ich weiß nicht. Stopp! 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 Der wird uns Arcani geben. Der wird uns Arcani geben. Wir müssen 5 Fukano fangen, dann bekommen wir Arcani, Freunde. How to get Arcanine? Das ist jetzt gar so ein YouTube-Titel, so Classic YouTube-Titel. Fukano! Fukano! Wie viele Fukano haben wir eigentlich schon gefangen?
Wie viele Pokémon haben wir schon gefangen? 1, 2, 3. 3? 3? 3. Fukano! Fukano, bitte kommen Sie wieder, wo ist Fukano? Fukano! Fukano! Wow, wow! Wo ist Fukano? Nicht Pummeluff. Wo ist Fukano? Fukano! Fukano! Bide. Fukano, Tauboga, okay. Großes Taubsi. Hm. Wir wollen einfach nur Fukano. Fukano? Der ist schon vorhin die ganze Zeit gekommen. Fukano, bitte. Ah, da war eins. Ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen. Da war ein Fukano. Da war ein Fukano. Ich hab's gesehen. Wenn er uns echt direkt Arcani gibt, dann hat der FPC. Oh, Fukano, nein, bitte bleib stehen, bitte bleib stehen, bitte bleib stehen. Wenn uns direkt ein Arcani gibt, bitte HDF. Bitte HDF. Oh, was ist jetzt los? Hast du nicht erwartet, hä? Das hast du nicht erwartet, Fukano. Hä? Ah. Oh mein Gott. Oder? Doch, es sollte Arcani sein. Is this it, Freunde? Freunde, is this it, Freunde? Oh, Freunde, was it? Freunde, is this it? Is this it, Freunde? You feel me? Oh. Komm, noch ein Fukano, let's go. 5 Fukano bekommst. Ich hoffe, man sollte Arcani bekommen. Eigentlich schon. Das haben die so geil gemacht. Das haben die richtig geil gemacht. Fukano, Fukano. Kennt ihr das, Freunde, damals immer so, bis ein Pokémon auftaucht? Nein, oh, Ultra Instinkt. Ich hab echt nicht mit Fukano gerechnet. Fukano? Oh, ist ein großes Fukano sogar. Oh, nice, okay. Riesig ist das Ding. Wir machen das Ganze mal kurz so. Dann. Oh! Oh! Okay. Okay. Ah, wenn wir Arcani bekommen. Nein, hör auf, bitte, komm. Mach keinen Käse. Fukano, komm nach Hause, bitte. Oh, Junge! Oh, Mann! Oh, okay. Okay, 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 okay. Yes! Das sollten 5 sein. Jetzt haben wir, denke ich mal, 5. Oh mein Gott! GG! Fukano? Arcani. Bekommen wir jetzt Arcani? Bitte sag mir ja. Fangen Sie hier 5 weiter so. Okay, nicht schlecht. Krass, 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 Freunde. Wenn es wirklich jetzt so wird. Da war noch ein Fukano. Deswegen rede ich einfach mit jedem eigentlich, Freunde. Nein! 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 Ich bin mir sicher... Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich Arcani hätte bekommen, wenn ich Fukano gesagt hätte. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Nein. Hell no. Nein. Nee, bitte, ich weiß es nicht. Ich bin mir nicht sicher, ob ich Arcani bekommen hätte. Aber, Freunde, die Sache ist die. Es ging ja da.
Oh mein Gott, ich heul, ich heul, ich heul. Einfach aufs Nobilikat reiten. Freunde, ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich, wenn ich Fukano gesagt hätte, Arcani bekommen hätte. Oder ob es editionsspezifisch ist. Da müsst ihr mir mal am besten in den Kommentaren aushelfen. Beziehungsweise werde ich das sicherlich, ich werde nach dem Video direkt nachschauen. Dann weiß ich Bescheid. Aber, falls ihr bis dahin noch nicht hier wart oder es auch zum ersten Mal seht wie ich, schaut dann am besten in die Kommentare, damit ihr wisst, ob, wenn ihr Fukano gewählt hättet, ihr Arcani bekommen hättet. Ist aber nicht schlimm, denn wir können ja unser eigenes Fukano. Ich glaube, das ist editionsspezifisch. Das tue ich jetzt einfach spekulieren, wisst ihr warum? Weil ich weiß, dass man in Pokémon Let's Go Pikachu, in Pokémon Let's Go Evoli kein Fukano bekommt. Aber, wenn man mit dem redet, dann sollte man Arcani bekommen. Und hier bin ich mir sicher, dass man in Pokémon Let's Go Pikachu dann nach der Logik kein Mauzi fangen kann, aber dann von diesem Boy Snubbilicat bekommen, egal von welcher Antwort, damit man eben beide Pokémon hat. Und wenn ich mein Fukano zu Arcani entwickle, dann kann ich mit ihm auch reiten. Da bin ich mir ganz sicher. Sollte so sein, habe ich jetzt einfach mal so spekuliert. So rein logisch her, von der Pokémon-Logik. Oh. Aber geil, guck mal, das ist geil. Das ist geil. Ich schaue Snubbilicat erst rein, aber wenn wir Radfratz entwickelt haben, dann hole ich Snubbilicat rein. Oh, der ist schon im Team. Oh, la, was habe ich gemacht? Oh mein Gott, wen habe ich denn rausgetan? Taub. Oh Gott. Ich habe, glaube, Toboga rausgetan, ne? Oh mein Gott. Oh, das hat mich echt umgehauen, gerade mit Fukano und so. Aber ich glaube, das letzte, was ich gesagt habe, ich glaube, das trifft zu, glaube ich. Weil der Boy hat ja auch gemeint, ha, ich hätte trotzdem Mods zu geben. Wenn du zumindest, ja. Oh mein Gott, aber geil, Freunde. Wirklich geil. 1A. 1A. Ey, Porenta. Porenta. Und du? Ich ziehe meinen Pokémon-Partner bald los und habe dir zu sagen, ich war Patte. Patte? Was, bitte? Habitat. Ich hab doch Habitat. Geh mal zum Pokémon-Fanclub, falls er noch existiert. Yes, das sollte er sein. Oh mein Gott, das hab ich echt umgehauen gerade. Oh. Süß. Hallo. Ja. Jura, guck mal, wie nett. Aha. Hallo. Unser Forza redet unterbrochen über Pokémon. Yes, erzähl mal. Normalerweise hat man von ihm damals ein Ticket fürs Fahrrad bekommen. Ja, was glaubt, mehr als oder Pokémon habe ich bereits gefahren und kein Ende sich. Wenn es um Pokémon geht, kann ich quasi wie ein Wasserfall. Also, bist du ein Kommentar, du meine Pokémon erfahren? Ja, bin ich. Das geht, erzähl mal. Sehr schön, los geht's. Also, mein Galoppa ist mein absoluter Liebling. Er ist umso unfassbar süß, klug und bla 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 bla. Sein Fest und bla bla bla. Pikachu-Set bekommt man diesmal. Ey, okay, man bekommt Klamotten. Ich glaube, man hat kein Fahrrad, weil man kann auf gewisse Pokémon, ja, reiten. Jetzt, guck mal, aber wir haben Klamotten bekommen. Klamotten? Ziehen wir wo? Ne, nicht hier, nicht hier, nicht hier. Oh. Klamotten, Klamotten, Klamotten. Klamottenkoffer, hier. Pikachu-Set, war das für mich? Kaufbedeckung? Ja, das war wahrscheinlich für mich, wie es aussieht, Pikachu-Set. Sicher waren auf jeden Fall an der Stelle, oder? Würde schon sagen, ja. Pikachu-Kappe. Ey, das The Dreams. Jeder Dortmund-Fan wird hier weich auf jeden Fall, ne? Hä? Gelb-Schwarz, let's go. Oh mein Gott! Wie stylisch! Was? Sogar die Tasche ändert sich. Krass. Aber ich sehe aus wie ein Postbote, Mann. Warte, wie sah die Hose aus? Ja, ich ziehe die Hose an auf jeden Fall. Ich mach's ein bisschen stylischer auf jeden Fall, ja. Sie wissen, wie wir das machen. Ich glaube, Oberteil lasse ich Pikachu. Ja. Schuhe auch. Oberteil Schuhe und Tasche lasse ich auch von Pikachu. Die sportliche. Oder? Ne, lass mal von Pikachu dazu. Ja, es hat doch Style. Komm. Let's go. Okay, nice. Ciao.
Aber das mit Snobilkatz ist geil. Oh, hey, dein Carpador. Schmeiß den rein. Schmeiß den rein, mein Junge. Ja, es ist auf jeden Fall der Dream. Okay, okay. Okay, hier brauchen wir. Howdy, wie geht's dir stets? Hier geht's zur Arena von Oana City. Um es zu erreichen, musst du irgendwie diesen Schrauch zerschneiden. Okay, ich weiß Bescheid. Doch, doch, ich weiß Bescheid. Ah, ich weiß Bescheid, ich weiß Bescheid. Jetzt mal kurz einen Blick in Pokémon Center werfen, Freunde, und dann gehen wir auch, machen uns weg auf ein Schiff. Oh, oh, wer ist die Lady da hinten? Ja, kaum zu glauben. Hola, Senorita! Pokémon können gut oder böse sein, das hängt ganz von den Trainer ab. Hi, Mami! Okay. Den Besitzer haben wir jetzt 27, nehmen wir mal hier 3 an der Stelle. Ja. Yeah. Das passt. Und Superbälle, Hyperbälle können wir noch nicht kaufen. 25. Nehmen wir mal an der Stelle 25 Stück. Let's go. Aber 50 Superbälle, das passt. Alright. Achso, kann man die Klamotten kaufen? Nee. Okay, alles klar. Wir sehen uns. Ciao. Ade. Okay, hier können wir wahrscheinlich. Ah doch, zu Diktahöhle sollten wir eigentlich schon können. Ja. Wir können auch hier eigentlich schon trainieren. Eigentlich. Bin ich so einer, der gern trainieren geht direkt erstmal, ich möchte sagen. Noch die Diktahöhle. Das Ding ist aber, es lohnt sich da erstmal reinzugehen, nachdem wir es zerschneidet haben. Wir trainieren, nachdem wir auf dem Schiff waren, Freunde, für die Arena dort, dann macht man das so. Mate, oh. Warte, ich war da nicht. Lass mir ganz, oder? War ich in dem Haus hier? Nee, lass mir ganz gut da rein. Und dann gehen wir zum Schiff. Aber das ist zu billig gerade, ist echt geil. Finde ich wirklich geil. Ja. Ey, ah! Genau. Taubsi, geh mal, bring mal einen Brief. Let's go. Zisch ab. Ah, normalerweise fliegt er eigentlich. Okay, let's go, Freunde, let's go. Aber, oh mein Gott. Wenn es wirklich so ist, ob es von der Wahl abhängt, ob man Fukan oder Mautzi wird, ich weiß nicht. Aber ich weiß, dass. Ich glaube, in Evo, ich habe gelesen, dass in Evoli. Dass es dort keine Arcani gibt oder Fukano. Aber man trotzdem Arcani bekommt oder bekommen kann. Je nachdem, ich weiß nicht, ob es von der Antwort abhängt oder nicht, Freunde. Wow, es ist. Aber ich nehme auf jeden Fall Sublikat. Sublikat, persische Katze, richtig krank. Vertraut mir, Sublikat. Ey, Matrosenset! Was? Okay. Wie geil! Wie nett! Nochmal ohne Kopfbedeckung, oder? Ich weiß nicht, ob die Kopfbedeckung so gut aussieht. Ohne sieht schon geil aus, irgendwie. Es hat was. Ah, haben wir auch Matrosenklamotten bekommen? Ja, tatsächlich. Lol, können wir direkt wieder umziehen. Ah, okay, Moment. Hm. Das sieht doch schon lässig aus, um ehrlich zu sein. Das ist einfach zu weiß auf einmal. Oh, die sehen nett aus, die Treter. Die Treter sehen geil aus. Die Treter sehen geil aus, Alter. Scheiße, ich finde es schade, dass ich nicht nach hinten nicht drehen kann. Aber wir lassen mal Pikachu-Tasche und nehmen noch die Pikachu-Cappy dazu. Was sagt ihr? Pikachu represent, oder? Aber es passt. Ja doch, nehmen wir mal so. Komm, machen wir es mal so. Hey, Pikachu, wie geil das aussieht. Okay, let's go. Wow, okay. Oh. Oh, interessant. Oh, geil, 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 geil. Da bist du endlich. Ja, was geht ab? Hi. Kein Thema. Ey, das ist blau. Willst du gegen uns kämpfen?
Doch, Yantarasan, das war Sablé. Ja, hau rein, Blau. Ade. Und der hat eine stylische Tasche und eine Jeans. Ich hoffe, ich kann mir auch Jeans zulegen. Das ist ja geil irgendwann, weil ich sehe gerade voll komisch aus, um ehrlich zu sein. Weißt du was? Wir brauchen unser kompletten Matrosenset, brauchen wir hier an der Stelle. Wir brauchen unser Matrosenset, weil wir auf dem Schiff sind. Ja, damit. Tasche auch. Genau. Oh, das sieht doch nett aus. Ja, Asni. Ich kämpfe erstmal gegen ihn. Weißt du, was du machst, aber ja, wir sehen uns. Hey! Ja, komm! Danke fürs Sein. Dankeschön. Ding. Korrekt. Oh, süß. Okay. Mein Kopf ist immer noch da mit Arcane und das Duplikat, ob es so ist oder nicht. Ob es editionsspezifisch ist oder von der Antwort abhängt. Ich meine, danach im Drehen werde ich es direkt wissen, aber ja. Ey, wie geht's dir? Was ist los? Hast du Sehnsucht nach einem? Wow, der will kämpfen. Okay, Lord, krass. Never mind then. Robot! Ich kann schon sehen. Guck mal, da kommt schon Fukano wieder. Shut up! Das haben die geil gemacht. Schaut mal die Umgebung, wo wir kämpfen. Ist echt geil. Das ist echt geil gemacht. Der überlebt jetzt tatsächlich. Krass, wir brauchen bessere Attacken. Stopp, ich habe noch Siedewasser. Wieso bringt Siedewasser ihm nicht bei? Ah ja. Sollte er nicht erlernen können, hoffentlich. Helfen. Kann nämlich nicht jedes Wasser-Pokémon, weil es eine Chance hat zu verbrennen. Das ist halt quasi, die spucken richtig heißes Wasser raus. Wenn mich alles täuscht, dann kann es nicht jedes Wasser-Pokémon erlernen. Oder es war so, dass es jedes Wasser-Pokémon erlernen kann, aber auch manche Feuer-Pokémon. Irgendwie sowas, Freunde. Irgendwie sowas war's. Aber wir schauen mal gleich. Jetzt macht das Zeit eigentlich eher Sinn, ne, was ich gesagt habe. Anyway, lass uns kurz die TM beibringen. TM-Box. Sieht der Wasser hier? Let's go. Erlernbar, yeah, let's go. Oh, düt. Und zwar brauchen wir keinen. Einen guten Schlag kann man weghauen. Zeit und schwupp. Nice, Hammer. Geil. Geil. Weil jetzt will ich mal auch wirklich das mit Mautzi sehen. Ich glaube, dass Mautzi wirklich editionsspezifisch ist. In meinem Kopf ist immer noch da. Ihr merkt es, ne? Ihr merkt es. Sowas muss ich halt immer wissen, irgendwie. Denn Mautzi sind eigentlich begegnet von Team Rocket. Und wenn ihr Shit. Habe ich das unbekannt, dann wisst ihr Bescheid. Moment. Aber ja, es schaut bei Shigi eigentlich auch, ne? Haha, ist immer so eine Sache. Aber ich meine, bei. Ups. Bei Fukano steht es da dran. Ich glaube schon, dass es editionsspezifisch ist mit den beiden. Aber ob es von der Antwort abhängt oder ob der nur geblufft hat, das, Freunde, das würde ich jetzt gerne eigentlich wissen. Ja, siehst du? Interessant. Okay, dann tun wir mal ganz kurz Siedewasser nach oben stellen und dann geht's weiter, Freunde. Sieht ihr, was er macht? 80. Nice. Auf jeden Fall schon eine stärkere Attacke. Okay. Au! Fratz soll sich so schnell wie möglich entwickeln. Oh, warte, wir haben den Mülleimer nicht gerade geschaut. Wer weiß, Freunde, da könnte immer was sein. Ah, diesmal aber nicht. Okay. Okay. Ein ausgedehnter größer Buch und den ganzen Koje vollends. Ja, richtig geil, du. Da hab ich richtig Bock drauf. Okay, da geht's runter. Yep. Oh, aggressiv. Ah, wie der lacht. Geil, sag mal. Geil. Marschock. Geil! Der will aber kämpfen, ich seh's schon an. Der zeigt uns seinen kalten Rücken nämlich. Ja, komm her, du Matrose! Matrose Dino!
Und welches Pokémon schickst du? Oh, aggressiv. Leonard! Blackmon! Okay. Blackmon? Okay. Siedewasser. Okay, Mann, ich schon. Ist nicht sehr effektiv, ja. Okay. Heuler, ja, bringt auch nichts, weil unser Angriff senkt. Senkt sich, aber Siedewasser macht Spezialangriff schon. Okay, es hat nicht so viel Schaden gemacht. Ja, aber vorher guckt, was ich gemeint habe, ist. Ihr seht ja die Parts quasi weitaus später. Ich stelle jetzt so eine Frage, zum Beispiel so mit Arcani und so, dann weiß ich eigentlich direkt die Antwort oder wir kommentieren dann direkt zusammen oder ihr gebt mir euer Feedback. Und jetzt gerade zum Video von Part 3, was heute online kam, in dem ich das drehe, da habe ich nämlich gefragt, wegen kleinen oder winzigen, ob die winzigen großen Pokémon, was für einen Vor- und Nachteil die haben, ob die mehr Experience geben, ob die kleinen weniger geben, die riesigen mehr. Und zum Beispiel unser Boy Lager Shoutout hat dann gemeint, die kleinen und die großen Pokémon geben mehr XP, also immer fangen oder zumindest anfangs immer fangen. Genau, danke dafür. Das werden wir eigentlich, das sind so Regeln. Das sind auf jeden Fall spaßig. Richtig geil. Lager! Okay, Freunde, ich würde sagen, wir holen uns noch in diesem Part die Geheimtechnik. Und dann können wir Schluss machen, also der Schneider. Und von dort aus, sollten wir nämlich auch hier bekommen, auf dem Schiff noch. Und von dort aus, ja, also im nächsten Part, dann gehen wir trainieren da rechts in der Route und dann bewegen uns langsam zum Arena-Leiter und durchforschen mal im nächsten Part dann die Digda-Höhle. Würde ich jetzt so spontan sagen. Ey, was geht mit dir? Hyperheiler, okay. Bauarbeiter. Super Mario Maker. Oh, lol, scheinst ein ziemlich lebhaftes Kind zu sein. Du gefällst mir. Sagt ein Bauarbeiter oder ein Elektriker zu einem Kind. BD! Oh, Magnetido. 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 Aber wir switchen hier mal rüber zu unserem Volgotexus. Sehr effektiv gegen Magnetido. Feuer ist effektiv gegen Stahl. Sehr effektiv. Dann sollten wir das auf jeden Fall hier besser mit ihm schaffen. Oh, Mau. Und ich sollte nicht vergessen, Schaufler meinem Pokémon beizubringen. Wegen Arena der Noranair. In Orion City. Gegen Major Bob, weil er Elektro-Pokémon hat. La, jetzt komm, Radfratz, entwickel dich mal. Der bekommt doch spezielle Punkte, sag mal. Level 18, ey, Marboy Gutex so. Spezialangriff 44, der ist schon nice. Magnetido. Okay, sehr schön. Aber mit der Umgebung, jetzt haben sie echt geil gemacht, finde ich. Jetzt überlegt mal, wie die Top 4 aussehen wird. Boah, ich kann es kaum erwarten, Freunde. Wie die Top 4 aussehen wird. Wirklich, das wird bestimmt sicherlich sehr geil. Ich kann mir echt gut vorstellen, dass es geil wird. Ciao. Dieser Knast Level 19, Radfahrt Level 20, Fragezeichen? Nope, immer noch nicht. Oh lol, da ist er erstarrt. Da ist er erstarrt. Flitz-Elixier, nice. So. Steht eigentlich etwas irgendwas in den Büchern hier? Nö, nö, okay. Geht zwar weiter nach links. Und das ist noch eine Tür, noch eine Tür. Noch ein Stück, noch ein Stück. Oh je, der will kämpfen. Okay. Auch Matrosen haben Pokémon an ihrer Seite. You don't say. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Heinz! Mit zwei Pokémon kommt er sogar angerannt. Anton, ey. Anton. Anton ist nice. Anton ist auch geil. Anton sieht richtig geil aus. So, dass aus Anton Anton wird, ist richtig geil. So, aber. Nehmen wir Pisa-Knosse an der Stelle. Schiller, komm zurück. Los, Bisa-Knoss. Und ich sag mal so, diese Bonbons sind echt geil. Ist mir gerade eingefallen, weil fürs Trainieren so
wenn man so eine, die Fleißpunkte gut verteilen will für die Pokémon, dann kann man diese Bonbon benutzen. Das ist eine schnelle Methode sicherlich. Ja, mit dem, dass Pokémon die richtige Gene hat, da muss man dann immer noch züchten, sag ich mal. Aber mit der Fleißpunkteverteilung, das macht's wirklich. Das ist angenehm mit den Bonbons. Auf jeden Fall angenehm. Turbogreich Level 22, nice. Ah, Radikal will sich immer noch nicht entwickeln hier. So, jetzt kommt Quapsel. Oh, Quapsel ist auch nice. Quapsel. Quappo, wie brutal Quappo auf einmal war. Wasserkampf-Pokémon. Oh. Hör auf. Was hat er eingesetzt? Gesang tut doch nicht direkt. Einschläfern. Ich habe gerade verpasst, dass du lang auf das war. Krass, okay. Bisa Knosp, steh auf, es gibt Stones. Hashtag ein Single Summon. Bisa Knosp. Bisa. Ja, siehst du, da steht er sofort auf. Da steht er sofort auf und klatscht ihn zur Seite. Was, ein Single Summon, ich bin dabei. Das wollte er uns sagen. Bisa Sam. Oh, Bisa Knosp, wie geil, Summon. Wie geil ist das denn? Oh, Junge. Ich finde es einen super Trank. Let's go. Okay, letzte Tür von der unteren Etage. Wo war denn die Küche? Falls die nicht entfernt wurde. Ey. Ja, Freunde, immer trainieren. Vertraut mir, immer trainieren. Auch wenn es ein bisschen. Es muss aber sein, vertraut mir. Lieber jeden gegen kämpfen, dass die eure Pokémon auch gut trainiert sind. Im Endeffekt. Ja, man muss ja eigentlich nur den A-Button smashen, ne? Wenn man eine richtige Pokémon gesetzt hat. Machen wir mal hier, wechseln wir mal zu Pikachu. Hoppsa. Weil dieser Knoss hat nicht mehr so viel Leben. Aber Pikachu, der hält das auf jeden Fall noch aus. Mit seinem Matrosenanzug hier. Let's go! Egal, sag mal. Das sieht ein bisschen dick aus, aber. Egal. Boah, eigentlich hätte ich das mit dem. Eigentlich könnte ich auch ein paar Sachen so auf Twitter vielleicht posten eigentlich. So vielleicht der Typ, der wo so gechillt ist. Zum Beispiel. Oh, Sepa! Naja. Weißt du, was ich schade finde, dass man so von den Konsolen her nicht direkt auf Instagram was zeigen kann? Oh, hör auf, so grusig nach hinten zu gucken, Freund. Hör auf, so grusig nach hinten zu schauen. Das ist echt gruselig, Pikachu. Level 23, nice. Okay, let's go, raus mit dir. Zack, raus, aber schnell. Radfratz will einfach kein Level erreichen. Auf einmal habe ich überhaupt Radfratz drin. Oh, okay, ich dachte schon, ja. Überleg mal, ich habe den gar nicht drin. So, jetzt machen wir mal weiter. Noch links. Ey. Ah, wir gehen erstmal heim. Hier, da heilt jemand. Let's go. Ja, danke fürs Sehen hier. Schau mal, was sie danach sagt, was ich vorhin gesagt habe. Oh, süß. Sehr schön, ihr seid richtig erfrischt aus. Oh, entschuldige, war dir das zu aufdringlich? Ich habe mir bloß Sorgen um dich gemacht, weil du mich an meinen kleinen Bruder erinnerst. Wie süß. Guck mal. Süß. Es ist echt ein Game, was irgendwie so pure Nostalgie, aber auch erfrischend. Und es geht einem an Herz, sag ich mal. Es ist so einfach nur. Oh lala, das Spiel ist einfach nur nett, my lady. Ich hätte gerne etwas Süßes, bringen Sie mir doch bitte eine Vanilleschnitte. Ja, okay, das übertreibst du auch nicht. Ein Stone hätte sie gebracht, aber Vanilleschnitte, woher soll ich denn das jetzt. Woher soll ich das Vanilleschnitte herbekommen? Aus Mülleimer vielleicht? Nee. Oh, Knüllelf! Bide? Was geht mit dem? Geil! Ach, so ein Kreuz ist doch einfach wundervoll. Ja, ich es. Ich es auf jeden Fall. Bin gespannt, ob wir entdecken können. Oh, die Lady will kämpfen.
Wie heißt der eigentlich denn? Was soll das nochmal für ein Trainer? Schönheit, genau. Alexis! Alexis Schönheit, okay. Okay, Taubsi, oh je. Einmal Chicken, bitte. Einmal Chicken hier mit Siederwasser. Margin Taubsi. Siederwasser, let's go! Ruckzucki. Oh, fast hätten wir es. Oh, und siehst, seht ihr, es verbrannt. Eine Chance, sich zu verbrennen. An Siederwasser. Weil es so heiß ist. Genau das. Margin Taubsi einfach. Legit. Ihr seht es doch auch, oder? Okay, nice. Oh, die hat noch ein Pokémon. Ah, tatsächlich. Okay. Ah, ich hätte vielleicht Radfratz einsetzen sollen. Ja, damit ihr mal einen Level bekommt. Hier, komm. Dann sehen wir mal, wie Alola Form Radikal aussieht. Ich finde, Alola Form Radfratz sieht geil aus, um ehrlich zu sein. Warte, ihr sollt eigentlich bald ein Level bekommen. Der sieht schon geil aus. Schaut, der ist echt geil aus. Radfratz. Ha, ja, guck mal, der soll sich bald entwickeln jetzt. Knirscher, komm. Er sieht geil aus in Schwarz. Sieht richtig geil aus. Oh je, Donnerwelle, paralysiert. Nice. Oh, aggressiv. Verteidigung sinkt. Yeah. Und Rupsuki, kriegst du das hin in der Paralyse? Radfratz? Yeah, nice, nice. Oh, wie der hinfliegt so. Das haben die geil gemacht mit Radfratz. Oh. Jetzt. Was? Immer noch kein Level. Okay, krass. Kurz davor, kurz davor. Nach dem Knups. Ja, ich bin auch im Pokémon vernarrt. Knips Lyam. Lyam. Mankey, hey. Oh, Mankey ist auch aggressiv. Level 16. Wir machen es eigentlich gut. Level 18, ja. Wenn jedes Pokémon mindestens Level 20 wäre und wir dann so zum Arena-Leiter gehen, im nächsten Part, das wäre nice. Denke ich mal so einfach. Ja, spontan gesagt. Siederwasser, komm. Ah, fast. Noch einmal Siederwasser hinterher. Kratzfurier. Ab, verfehlt, okay. Nice. Oh, ich hätte jetzt echt Bock auf so einen Anzug oder so. In XY war es voll geil. Ich bin mit so einem Anzug rumgelaufen. Immer. Geil, das war. Jetzt Level 20, perfekt. Also, ich sollte es eigentlich auf Level 20 entwickeln, habe ich so im Gedächtnis. Yeah, Radfratz entwickelt sich. Nice. Nice an der Stelle. Und danach holen wir uns Snowbillycat ins Team. Oh, guck mal, der ist schon. Der hat bestimmt zu viel gefressen. Boah, Radfratz, der hat bestimmt. Radikat. Ein bisschen zu viel gefressen, mein Freund. Ein bisschen zu viel. So ein bisschen zu viel des Guten. Keiner weiß. Okay, gut, aber. Hol mal Snowbillycat, nein, jetzt. Billikat ist hier. Dem Team hinzufügen. Radfratz, dankeschön. Erratica meine ich. Dankeschön. Okay, ja, ich werde den primär wahrscheinlich erstmal nur zum. Als Fahrradersatz nutzen. Ey, sieh da. Ah, das sind ihre Kinder, oder was? Okay. Okay. Ey. Okay, krass. Stopp, sie sind von der internationalen Polizei. Dann sollte doch irgendwas im Mülleimer sein. Oder auch nicht. Na, oder auch nicht. Oder auch nicht. Okay, ey. Moin, moin, was geht ab? Ja, ich bin nicht gesprächig, ich kann nicht reden. Gehen wir mal an Deck jetzt. Oder geht das hier weiter? Nee, oder? Ich glaube. Oh. Ah, da geht's weiter. Mit der Story nach rechts. Und hier geht's an Deck, glaube ich, oder? Okay. Ja, hier jetzt. Das meinte ich. Oh. Was ist los, Pikachu?
Pikachu ist ganz aufgeregt, lol. Süß. Ey, was geht ab? Oh. Ich werde seekrank, ja. Ich werde seekrank. Freunde, lasst uns eine Sache machen, weil wir haben jetzt schon 40 Minuten. Dass es nicht übertrieben weit geht. Lass mal ganz kurz gucken, was Pikachu ganz vorne am Heck will. Dann lasst uns direkt rüber zu dem Typ mit der Geheimtechnik. Ich glaube, da sollten wir auch gegen Arnsie kämpfen eigentlich. Wenn das so ist wie früher. Und da machen wir Schluss für den Part. Und dann können wir quasi ab dem nächsten Part anfangen mit dem Training. Und uns vorbereiten für den Arenaleiter. Und den Arenaleiter im nächsten Part dann machen. Weil sonst wird das, glaube ich, viel zu lang. So arg lang wollen wir es auch nicht halten. Mann. Let's go. So, mal schauen, dass wir die schnell hier umhauen. Genau, nice, sehr schön. Oh, Pikachu, warum? Warum guckst du immer so nach hinten? Oh mein Gott, das macht mir so Angst. Warum? Macholo, okay. Es ist echt grusig, was Pikachu da abzieht, finde ich. Komm zurück, mein Freund. Komm zurück, komm zurück. Oh, geil, let's go. Yeah, der ist already. Flügelschlag, let's go. Bow. Oh, der ist überlebt, okay. Karateschlag. Au. Flügelschlag. Bow. Und so weiter und so fort. Okay. Schluck Level 19. So, jetzt muss ich gucken, dass wir gegen niemanden kämpfen vorerst. Wir werden sie aber natürlich alle besiegen. Nur würde ich gerne gucken, was mit Pikachu abgeht. Ah, guck mal, Pikachu. Ah, geil. Das haben sie geil gemacht. Einfach so mal, einfach einen Moment für Pikachu. Pikachu und Blick. Und du blickst zusammen auf das endlose Meer hinaus. Geil. Sieht sehr glücklich aus. Das freut mich. Cool, cool, cool. So, jetzt wie gesagt, gegen die werden wir noch alle kämpfen, Freunde. Lasst uns aber nur diesen Part jetzt ein bisschen beschleunigen. Indem wir mal rübergehen und uns die Geheimtechnik holen. Normalerweise wäre das damals der Schneider. Wir sollten eigentlich auch gegen Arnsie jetzt kämpfen. Wenn es so ist wie früher, also gegen unsere Rivalen jetzt. Und die allen anderen Trainer, die werden wir auf jeden Fall noch besiegen, Freunde. Genau jetzt. Hey, also, du komm her, Arnsie, komm. Ah, lach nicht so, komm her. Geheimtechnik bei, genau. Genau, lass du kommen. Komm her, komm her, komm her, Junge. Komm her, Alter. Komm her. Tauboga. Komm her. Okay, oh, Level 20 Tauboga, gar nicht mal so schlecht. Da merkt ihr schon, ne? Weil wir es ein bisschen geskippt haben. Wir werden natürlich eigentlich jetzt auch mit dem Pokémon auf 20, sag ich mal. Aber kein Problem. Alles gut. Alles gut. Let's go, Pikachu! So grusiger Pikachu. Oh ne, Sandwirbel. Oh no. Hoffentlich treffe ich ihn direkt. Let's go. Nice. Nice. Sehr schön, sehr, sehr schön. Evoli. Lass mal Pikachu drin. Okay. Biss. Komm. Oh, ja, ein Sebuli. Guck jetzt. Wie nach hinten schaut. Ich habe keine Ahnung, warum das macht. Ah, es hat sich gemacht, okay? Oder ich habe es verpasst, keine Ahnung. Komm zurück, Pikachu. Du Text soll das beenden. Haha, Pikamau. Aua. Oh, dich. Ja, Glut, wir brauchen stärkere Feuerattacke auf jeden Fall. Okay, nice, verbrannt. Sehr gut. Nein. Ah, oh, Lord. Wie bringen wir jetzt Gutexo das dazu, dass er aufsteht? Schlock haben wir mit Stones gelockt. Gutexo,
Next Celebrate. Part 2 fängt an bald. Part 2 Mission kommt online. Protect Zone. Steh auf, du verpasst es sonst. Du verpasst die Stones. Ich sag's dir, Protect Zone, steh auf. Du verpasst die Stones, mein Freund. My friends. Du verpasst die Stones, ey, ich sag's dir. Oh. Okay, Protect Zone kriegen wir nicht so schnell wach. Protect Zone bekommen wir nicht so schnell wach. Wie es aussieht. Oh je. Yeah. Oh je. Yeah. Oh, der will heute nicht mehr aufstehen. Der will heute nicht mehr aufstehen. Idee. Gutexo. Bitte stehen Sie auf, Gutexo. Kann ich reinsingen? Oder willst du Multi sein? One last Multi, ja, yeah, one last Multi. Raus mit dir. Okay. Sehr schön. So, jetzt holen wir uns die Geheimtechnik. Was sagt Asi noch? Was ist schon vergessen? Alter. Yep, ist da noch ein. Ade. So, jetzt aber. Technik, geht jetzt nicht gut? Wir haben jetzt gar nicht gut, ich bin seekrank. Ja, komm, ich gebe dir eine Massage. Einer hat eine Ausatmung. Ole, korrekt. Ein Captain, der seekrank ist, alles klar. Ja, okay. Pikachu! Ja, die. Ja, das ist halt so jetzt, dass die Geheimtechniken, die eure Charter-Pokémon lernen, also Pikachu oder Evoli. Und das könnt ihr dann quasi einsetzen. Es gibt keine VM gibt es nicht mehr. Komm doch bitte mal hier rüber, let's go, okay. Schauen wir gut zu, ja. Boah, aggressiv. Spaltschnitt, okay, krass. Geheimtechnik, Spaltschnitt. Genau, mach ich, okay, dankeschön. Ah, es war vorne so viel, wir haben die Geheimtechnik bekommen. Die Geheimtechnik, wie gesagt, die sollten wir eigentlich hier sehen. So viel zu diesem Part. Im nächsten Part werden wir uns dann vorbereiten mit dem Training für Orania City. Und hier Geheimtechnik, seht ihr das? Ah, da oben haben wir Spaltschnitt, das können wir dann aktivieren quasi oder einsetzen. Genau, Freunde, vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns dann im nächsten Part und wir machen es dann dort auf den Weg zum Arenaleiter, zum Major Bob. Bis dann, peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done, next time you ain't won't be around.